Hallo und Servus zum heutigen Werkstatt-Vlog. Ich bin der Wooden Nerd und gleich nach dem Intro legen wir los. In diesem Video seht ihr Maschinen von verschiedenen Herstellern. Wenn ich über die Maschinen spreche, dann ist es meine eigene Meinung. Ich werde nicht von den Herstellern bezahlt und bekomme die Geräte auch nicht zur Verfügung gestellt. Also sprich, ich habe die einfach gekauft und möchte euch zeigen, was ich gut und schlecht daran finde. Ja, wie ihr euch sicher denken könnt, ist in der letzten Woche wieder einiges passiert. Meine alte Werkbank, wo ich ja sagte, dass die länger in der Werkstatt bleiben wird, musste jetzt doch schon weichen. Grund ist, dass ich mir eine Zug- und Gehrungssäge gekauft habe und diese auf einen schönen Tisch gestellt habe, beziehungsweise auf eine kleine Werkbank gestellt habe. Und dafür einfach Platz brauchte und deswegen musste die alte Werkbank weichen. Ich zeige es euch jetzt gleich mal. Ja, und da bin ich jetzt eben an meiner neuen Zugkapp- und Gehrungssäge. Einige werden jetzt sagen, oh mein Gott, ein Ryobi, warum nicht was Gescheites? Hat den ganz einfachen Grund. Ich bin Heimwerker, ich bastle gerne, ich bin Heimwerker auf Level 1, nenne ich mich ja gern. Also sprich, ich bin absoluter Anfänger. Ich habe keine zwei linken Hände, aber ich habe wenig Erfahrung. Sehe nicht ein, dass ich jetzt für eine Säge 500, 600 Euro hinlege, 800 Euro hinlege, nur um ein top geiles Produkt zu haben. Mir reicht diese Säge, was ich bis jetzt gesägt habe und was ich gemerkt habe, ist für mich diese Säge total ausreichend. Ich habe mehrere Werkzeuge von Ryobi, ich habe einen Akkuschrauber, ich habe einen Exzentschleifer und beide Geräte laufen mit diesen 18 Volt Akkus. Ich finde das System ziemlich genial, dieses Variable, dass ich diesen Akku in, ich glaube, 70 oder 100 Geräte sind es mittlerweile, also irgend sowas in dem Dreh, wo ich die einsetzen kann. Ich kann die in Gartengeräte, in Haushaltsgeräte, in Werkstatt, also in Werkmaschinen einsetzen und habe immer denselben Akku. Was ich gemerkt habe, das ist ein 1,5 Amperestunden Akku. Ja, er ist ein bisschen schwach. Das Ganze gibt es auch nur als 5 Amperestunden Akku. Das heißt, Wunschliste, 5 Amperestunden Akku und dann haben wir halt nötige Ausdauer, dass wir mal längere Projekte angehen können. Momentan ist es so, ich habe zwei von diesen Akkus. Mir reichen die tatsächlich. Also für diese Werkbank bzw. das Untergestell für die Kappsäge hat dann die zwei Akkus locker gereicht. Also überhaupt kein Problem. Ja, mal schauen, vielleicht im nächsten, dass ich mir einfach so einen 5 Amperestunden Akku mal besorge und dann schaue, wie lange der herhält. Eigentlich sollte diese Werkbank ein Ersatz für die alte, die hier an dieser Stelle stand, werden. Da dann aber die Anschaffung dieser Kappsäge eben geplant war oder eigentlich schon getätigt war, habe ich mir dazu entschieden, ich nehme das Ganze gleich her und setze die Kappsäge dann auf die Maschine. Hier mal alles ein bisschen staubdicht verpackt, soweit es nötig ist. Also sprich, hier ist eine Türe drin. Und hier wieder meine Fixbutler-Klemmen, dass ich hier einfach schnell ein Werkstück anbringen kann und einfach mal was anzeichnen, kurz mit der Hand einsägen kann, was auch immer. Die Werkbank ist mobil, steht auf Rollen. Und haben wir hier noch so eine kleine Schublade gebaut für kleinen Krempel. Ich habe hier ein kleines System für so Sortimentskästen mit Schrauben, was auch immer. Hier fehlen natürlich noch Regalböden, genauso wie der Boden noch fehlt. Außenrum habe ich es komplett verkleidet. Also nice, quick and easy, sagt man so schön. Mir taugt es, mir reicht es, ich finde es super. Ja, die Kapp- und Gehrungssäge, die habe ich mit ganz einfach mit Schrauben hier befestigt, sprich ich habe hier so Sterngriffmuttern genommen, dass ich schnell runternehmen kann, habe dann wieder den kompletten Werktisch zur Verfügung. Habe momentan den Fehler gemacht, dass ich von unten eine Schraube durchgesteckt habe, das heißt, wenn ich die Sternmutter entferne, schaut die Schraube nur durch, ich müsste die Schraube wieder extra abbauen, dass ich überhaupt hier komplette Fläche frei habe. Vielleicht wird das Ganze mal optimiert, eben mit einer Sterngriffschraube, wo von unten die Mutter irgendwie festgehalten wird und dass ich dann einfach von oben eine planebene Fläche habe. Ich möchte euch natürlich auch gleich einen kleinen Einblick in diese Kapp- und Gehrungssäge geben. Sie kam eigentlich schon relativ zusammengebaut bei mir an. Der Feststellarm bzw. der Auflagearm,
war nach oben geklappt, war am Anfang ein bisschen verwirrend, weil ich mit diese zwei Schrauben festziehen musste laut Anleitung. Jetzt stand in dieser Anleitung aber nichts, dass eben dieser Arretierungshebel ein kleines Zwischenstück benötigt. Dieses kleine Zwischenstück lag dann ganz unten im Karton drin, irgendwo im Styropor versteckt. Ich habe ihn nicht gefunden und dann konnte ich diesen Hebel eben nicht feststellen. War schon kurz davor, die Maschine zurückzuschicken, habe dann den Hebel, diese kleinen Nippel gefunden, festgeschraubt und siehe da, plötzlich kann man die Maschine auch auf 40, 45 und 0 Grad arretieren. Was ich super finde bei der Maschine ist, wenn ich sie hinten löse, die arbeitet nach vorne weg. Also sprich, ich habe nach hinten weniger Platzbedarf, habe allgemein auch mehr Platzbedarf. Ihr seht ja, die steht auf dieser Tischplatte. Die Tischplatte ist 60 tief, die steht jetzt hier ein bisschen über. Von dem her, Platzbedarf ist wirklich ziemlich gering. Schnittleistung, glaube ich zu wissen, es sind 90 mal 30, also sprich 30, 90 in der Höhe. Für mich komplett ausreichend. Ich werde definitiv auch meine Tischkreissäge weniger nutzen müssen durch die Maschine jetzt hier. Dreckschleuder, ja, natürlich. Ich habe einen Staubsauger hinten angeschlossen. Wie ihr seht, hier hinten liegt nur schön was rum. Also es ist definitiv so, dass die Säge Dreck macht. Mich stört es nicht, ich bin in der Werkstatt. Kann dann auch am Ende mal aufräumen, kann einen Staubsauger auspacken und kann dann am Ende der Arbeit auch noch saugen. Ja, aufräumen ist ein gutes Stichwort. Heute ist Sonntag und Sonntag ist bei mir immer so ein kleiner Aufräumtag. Momentan schaut es eh gar nicht so schlimm aus bei mir in der Werkstatt. Ich habe gestern ja eben diese Sachen fertiggestellt und deswegen gleich nachher noch aufgeräumt. Bin jetzt ganz froh, dass ich heute einfach bloß mal reingehen kann, ein Video machen kann, vielleicht ein bisschen zusammenkehren und dann ist eigentlich schon wieder alles aufgeräumt und hergerichtet für nächste Woche, dass wir wieder ein bisschen weitermachen können, schöne Projekte machen können. Ja, was in letzter Zeit leider ein bisschen verstaubt ist, das ist diese Fressstation. Durch den Umbau der Werkstatt, der Werkbank und der Sägestation habe ich dem Frästisch relativ wenig Beachtung geschenkt. Das heißt relativ wenig, haben gar nicht angeschaut. Jetzt ist es so, ich habe diesen Arbeitstisch von Wolfcraft, habe mir da unten etwas umgebaut, habe Schrauben neu gemacht, dass ich eine Oberfräse fest installieren kann, habe eine Bosch Oberfräse unten installiert und habe mir dann dazu diesen Fräsanschlag von Wolfcraft gekauft. Hat den Hintergrund, dass ich vor kurzem mal versucht habe, eine Tenut zu fräsen. Wie gesagt, haben wir Handwerker Level 1, habe dann fleißig oder brav vorgefräst mit einem ganz normalen Fräser. Und als ich die Tenut dann angesetzt habe, kam mir dann irgendwie das Werkstatt so leicht entgegen, habe unfassbar viel Kraft dafür benötigt. Jetzt eben der Versuch mit diesem Fräsanschlag und den Niederhaltern. Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch vorher einen selbstgebauten Fräsanschlag genutzt, aber es hat nicht viel gebracht. Ich hoffe, ich habe so jetzt mehr Spaß mit der Oberfräse. Ich habe absolut Lust drauf und Bock drauf, mit der Oberfräse ein bisschen was zu machen. Ich finde es absolut cooles Werkzeug, aber für mich ist auch so ein bisschen die Königsdisziplin beim Heimwerken, richtig gut mit der Oberfräse umgehen zu können. Wie seht ihr das? Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie es bei euch ausschaut mit der Oberfräse, ob ihr eine habt und ob das ihr nutzt. Ihr könnt mir auch gerne Tipps geben im Umgang mit der Oberfräse. Was brauche ich noch? Was muss ich unbedingt beachten? Würde mich auf ein paar Kommentare freuen. Ja, vor kurzem habe ich meinen Onkel mal angesprochen, ob er nicht jemanden weiß, der vielleicht irgendwie einen alten Motor hat. Ich würde mir gerne einen Schleifteller bauen. Er hat gesagt, ja klar, kein Problem, ich höre sie mal um. Ich zeige mal, was er hergebracht hat. Diese fette Schleifmaschine hat er mir gebracht und das Ding hat, ich glaube, 10 Euro gekostet. Ja, ziemlich cooles Teil. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Umbauen oder tatsächlich bloß wieder herrichten. Also sie läuft einwandfrei. Die Schleifsteine haben natürlich irre tiefe Rillen. Ich muss mal schauen, was ich damit mache. Eventuell wird wirklich ein Schleifteller draus gebaut. Hier, wer mir auf Instagram folgt, der hat schon gesehen, dass ich diese Schleifkolben für die Standbaumaschine gebaut habe. Funktionieren super, schaut immer aus, als würden sie tierisch eiern, aber wenn ihr nachmesst, sind sämtliche Rundungen echt im 90 Grad Winkel und picobello sauber. Also ich habe mir da verschiedene gebaut mit verschiedenen Härtegraden bzw. Schleifstufen.
wie habe ich es gemacht? Ganz einfach, mit dem Kreisschneider ein paar Cookies rausgesägt, zusammengeklebt, M8 Gewindestange durch, oben, unten, Mutter drauf, doppelseitiges Klebeband außenrum und dann einfach ein Schleifpapier drum geklebt. Super easy, so wie ich es mag und funktioniert, erfüllt seinen Zweck, tipptopp. Ich habe mir diese Woche noch eine Kleinigkeit auf Amazon gegönnt und zwar sind es Stichsägenblätter. Stichsägenblätter sind von der Firma Starrett und haben einen Dual Cut. Dual Cut heißt, ich zeige euch das mal eben, ich hoffe man sieht das jetzt. Die haben erstmal eine kleine gewölbte Säge, ein kleines gewölbtes Sägeblatt und sägen auf Zug und auf Druck. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, wenn die an dieser Stelle immer den Nullpunkt haben und immer auf Zug und Druck arbeiten, dass dann ja nach unten, nach oben auch die Fasern geführt werden. Sprich, es sind weniger Ausrisse vorhanden. Ich finde sie wirklich super. Keine Ahnung, ob die einer von euch nutzt oder nicht. Wer mal mag, probiert es aus. Die gibt es hier in einem kleineren, in einer dünneren Breite, dünneren Version. Und eben im Vergleich dazu die dickere Version. Klar, die dünnere, definitiv für schöne Rundungen. Und für längere gerade Schnitte ist dann die Dicke. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Wie gesagt, ich mache jetzt mal ein bisschen sauber. Wenn ihr wollt, dass ich die Zugkappen- und Gehrungssäge von Ryobi mal näher unter die Lupe nehme, sagt mir Bescheid, da mache ich extra Video drüber. Schreibt es in die Kommentare. Genauso würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch hinterlassen würdet, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Lust habt, abonniert mich. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es unten in die Kommentare. Ich beantworte gerne die Fragen oder ich kümmere mich auch darum, dass ich Dinge besser mache. Mich würde es freuen, wenn wir einfach ein bisschen in Austausch gehen, ich von euch was höre und ich darauf reagieren kann. Also, macht es gut, bis bald. Servus.